Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von World of Warcraft. Heute geht es um den Erfolg magische Mitstreiter, oder genauer gesagt hier um den Beobachter, welcher sich im Gebiet August befindet bei Teil 5041 und zwar hier im Teilgebiet die Antorische Ödnis. Und ja, das Team der Gegner zu besiegen sieht wie folgt aus: Wir nehmen hier den Mini-Willensbrecher mit Mana-Woge, innere Vision und Lebensaustausch, dann den hochmütigen Buchbar mit Arkanschlag, Magieverstärkung, Flucht und Verdammnis und noch irgendein Wärmling, beziehungsweise eigentlich fast jedes Pet kann man hier nehmen, aber der Mana-Wärmling habe ich jetzt auch immer wieder einmal genommen, und zwar hier mit Rückkopplung, Magieverstärkung und der Abwehr. Hier kann man natürlich jeden anderen Wärmling auch nehmen. Es ist irgendwie keine wichtige Zahl, die man irgendwie erreichen muss. Also Tempo ist man sowieso immer langsamer, aber halt eben die Abwehr ist sehr praktisch, falls die Kanone irgendwie reinhauen will oder sonst irgendwas, denke ich mal. Aber man sollte eigentlich den Gegner mit den ersten zwei Pets besiegen können. Ja, dann beginnen wir gleich einmal den Kampf und zu Beginn gleich einmal den Lebensaustausch einsetzen. Hier ist es dann auch die innere Vision, die nächste Attacke, die wir einsetzen, und danach die Mana Woge. Hier ist es aber leider so, ab und zu kann es sein, dass die Range halt gut erreicht wird oder auch nicht. Ist jetzt nicht unbedingt sehr tragisch, was man die ganze Zeit die tiefste Range erwischt, also die tiefste Zahl der Range. Ich habe es einige Male probiert, hatte irgendwie nie Probleme mit dem Ablauf. Normalerweise sollte es eigentlich immer möglich sein, mit den ersten zwei Pets den Gegner besiegen zu können. Also hat der Gegner crittet euch irgendwie weg. Aber im Normalfall soll es ja eigentlich nicht passieren. Hier einfach die Mana-Woge durchlaufen lassen. Und dann sollte der Beobachter so bei 500 bis 700 Leben übrig bleiben. An dieser Stelle kann man eigentlich passen, weil man sowieso getötet wird durch den Augenstrahl hier an dieser Stelle. Dann kommt hier das Buchband ins Spiel. An dieser Stelle bekommen wir danach gleich wieder den Augenstrahl ab. Wir setzen einfach Flucht Verdammnis. Dann Magie verstärken. Und danach arbeiten wir weiter mit Arkanschlag. Wir werden von der Kanone getroffen, ist jetzt aber nicht mehr tragisch wirklich, weil wir sollten eigentlich nicht runterfallen wegen dem Magiebuff. Und danach kann man einfach weiterarbeiten mit dem Arkanschlag. Hier noch einmal Arkanschlag. Und dann sollte irgendwann einmal der Beobachter getötet werden. Ihr seht, der Flucht der Verdammnis ist noch nicht ausgelöst worden. Deshalb ist es jetzt auch nicht irgendwie ein großer Vorteil gewesen, dass ich den Gegner jetzt gecrittet hätte. Aber der Fluch der Verdammnis sollte meistens eigentlich den Gegner besiegen können. Ansonsten hätte die irgendwie noch vielleicht mit dem Buchband Arkanschlag einsetzen können. Wird vermutlich nicht mehr wirklich groß der Fall gewesen sein, wegen der HP-Anzahl. Aber danach hätte jetzt zum Beispiel der Wärmling noch reingehen können und da am besten mit Rückkopplung zum Beispiel arbeiten. Oder falls eben die Kanone irgendwie noch eingesetzt werden könnte oder halt einfach auch der Strahl, dann hätte man auch noch eine Runde kontern können mit Abwehr, aber im Normalfall sollte wirklich hier der Flucht der Verdammnis eigentlich den Rest erledigen können. Man hätte zum Beispiel auch noch vielleicht Magieverstärker ein bisschen besser timen können. Zum Beispiel hätte man anstatt zu Beginn gleich Magieverstärken gleich Arkanschlag einsetzen und dann erst Magieverstärken, dann wäre der Fluchtverdammnis zudem auch noch durch diesen Buff hier verstärkt worden. Also eben, ist euch überlassen, wie ihr da kämpfen wollt, aber im Normalfall reichen eigentlich alle, also gehen eigentlich alle Abfolgen, die ich jetzt eigentlich gezeigt habe. Ja, das war's eigentlich für diesen Guide. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, dieses Gegner ebenfalls zu besiegen. Ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg dabei und viel Spaß. Bis bald.